Heute habe ich für euch die Lösung für ein Problem, das ihr sicher auch schon hattet. Wenn ihr im Internet unterwegs seid und ihr findet einen spannenden Blogbeitrag oder auch auf eurer Lieblingsnachrichtenseite irgendwelche News, dann ist es oft nicht schön, das Ganze am Handy oder am Computer zu lesen. Die Gründe hierfür sind bekannt: Thema Ablenkung am Handy, die ganzen Apps ploppen auf, Computer, E-Mails und so weiter. Und natürlich ist der E-Reader auch angenehmer fürs Auge. Das sind alles die bekannten Gründe. Und sind wir doch mal ehrlich, der Browser auf dem Kindle und auf anderen E-Readern, der ist komplett für die Tonne. Mit dem Ding zu surfen auf irgendwelche Blogs, das braucht ewig. Also das könnt ihr komplett vergessen. In diesem Video soll es also darum gehen, wie ihr mit einem Tool ganz bequem mit einem Klick Webartikel auf euren Kindle bekommt. Es gibt ein Tool, mit dem ihr euch sozusagen eure eigene Zeitung zusammenstellen könnt. Ihr sucht im Internet Webartikel, die euch interessieren. Vielleicht habt ihr eure üblichen Seiten, eure üblichen Autoren, deren Blogbeiträge oder Newsletter ihr gern lest. Dann könnt ihr die mit einem Tool, das nennt sich Push to Kindle, ganz bequem mit einem Klick auf euren Kindle schicken. Und wenn ihr dann Zeit und Muße habt, könnt ihr ganz in Ruhe hier auf eurem Kindle, angenehm fürs Auge und ohne Ablenkung, diese Webartikel dann lesen. Und ihr könnt die da nicht nur lesen, sondern wie gewohnt hier auf dem Kanal natürlich schon häufig angesprochen, ihr könnt interessante Stellen dann auch markieren und später in euer zweites Gehirn exportieren und dort dann aufbewahren und weiter nutzen. Ja, das Tool nennt sich Push to Kindle. Ich nutze es als Firefox Add-on. Das gibt es aber genauso auch als Chrome Extension oder sogar als eigenständige App fürs Handy. Die Funktionsweise ist immer gleich. Ihr seid auf eurer Lieblingsseite unterwegs, findet einen schönen Blogbeitrag, der euch gefällt, aber ihr wollt ihn nicht unbedingt jetzt direkt am PC lesen, aus den bereits genannten Gründen, sondern ihr wollt ihn lieber am Kindle lesen. Nachdem das Add-on installiert ist, findet es sich rechts oben im Firefox zum Beispiel. Wenn ihr jetzt auf dieser Seite unterwegs seid, dann klickt ihr einfach rechts oben drauf auf Push to Kindle. Beim ersten Mal wird noch nachgefragt, natürlich nach eurer Kindle-E-Mail-Adresse, irgendwo muss es ja hinschicken. Außerdem kann man eingeben, von welcher Adresse dieser Webartikel kommen soll. Das Spiel kennt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr euch selber mal Unterlagen geschickt habt an den Kindle. Man muss auf der Amazon-Seite hier E-Mail-Adressen freigeben, von denen der Kindle Sachen empfangen darf, damit er kein Spam bekommt. Das ist eigentlich eine ganz angenehme Sache. Und hier könnt ihr entweder eintragen eine E-Mail-Adresse, die ihr bereits freigegeben habt. Push to Kindle tut dann so, als ob die E-Mail von dieser E-Mail-Adresse kommt. Das kennt ihr sicher alle vom Spam auch schon. Das kann man bei einer E-Mail relativ einstellen, was als Empfänger angezeigt werden soll. Oder ihr lasst das Feld leer, dann kommt es von der Adresse kindle@fivefilters.org. Die müsst ihr dann natürlich in euren Amazon-Einstellungen noch freigeben. Außerdem könnt ihr hier einstellen, ob das zukünftig mit einem Klick erledigt werden soll. Würde ich euch empfehlen, dann geht es schneller. Sei denn, ihr wollt das jedes Mal an verschiedene Kindles oder was auch immer schicken. Aber wenn ihr das eh immer an eine Adresse schickt und von derselben Adresse, dann würde ich das hier einstellen, dass das als ein Klick geht. Außerdem könnt ihr einstellen, ob Links aktiv bleiben sollen. Bringt meiner Meinung nach jetzt nicht so viel, weil auf dem Kindle könnt ihr sowieso nicht wirklich browsen. Ja, ihr klickt dann auf Senden und dann hat sich die Sache eigentlich schon erledigt. Wenn dann euer Kindle das nächste Mal im WLAN ist, taucht dieser Webartikel auf, lässt sich wunderbar abrufen, ganz bequem anschauen. Meiner Meinung nach tolles Format, also kann man schön lesen. Und ja, wenn euch dann eine interessante Passage auffällt, könnt ihr die wie gewohnt am Kindle auch markieren und dann in euer zweites Gehirn übertragen. Wenn ihr eure E-Books direkt bei Amazon kauft, dann werden eure Markierungen sozusagen in der Cloud gespeichert. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ihr könnt die dann über die Browseradresse von euren Kindle-Notizen direkt kopieren ins zweite Gehirn. Das funktioniert bei selber auf den Kindle geschickten Dokumenten nicht. Die werden nur lokal gespeichert auf dem Gerät selber in der Datei clippings.txt. Das seht ihr hier, wie er da hinkommt. Eigentlich auch ganz einfach. Und dann je nach, also die werden nach Datum sortiert. Die aktuellste Markierung ist ganz unten. Die könnt ihr dann kopieren. In dem Fall bei mir, die ist auf Englisch, meine Datenbank ist auf Deutsch.
Ich schicke das Ganze noch durch einen Übersetzer. Das Mittel der Wahl hier bei mir ist DeepL, kann ich auch nur empfehlen. Das ist ein tolles KI-Übersetzungsprogramm, kostenlos, und das erkennt auch ziemlich gut, welche Teile nicht übersetzt werden sollen. Also Eigennamen, hier in dem Fall der Name von dem Artikel. Auf Deutsch übersetzt kopiere ich mir das Ganze dann in Loxik in meine Datenbank, mein zweites Gehirn, rein. Versehe das Ganze noch mit einem passenden Tag, damit der Bezug hergestellt wird. Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich bei mir eingestellt, dass die Blockeigenschaften nicht mit angezeigt werden, wenn der Block nicht ausgewählt ist. Die sind aber sehr wohl da. Ein Klick hinein offenbart das Ganze. So gestalte ich das bei mir mittlerweile eigentlich alles. In den Blockeigenschaften könnt ihr nämlich ganz bequem noch weitere Metadaten speichern, wie zum Beispiel Quellenangaben, Autor, weitere Tags. Kann ich eben nur empfehlen, die Blockeigenschaften oder Seiteneigenschaften insgesamt zu nutzen. Die sind für Abfragen ganz wichtig, da findet ihr auch schnell wieder was. Ja, anschließend verlinke ich noch den Eigennamen hier, just in case. Wer weiß, wann ich das mal brauche. Ja, und so ist das Ganze fertig. Ihr seht also, der Aufwand ist sehr überschaubar und ihr könnt so sehr konzentriert arbeiten. Jetzt noch ein abschließendes Wort, falls jemand sagt, ja, ich höre schon wieder, ich höre euch. Ja, aber bei Readwise, mein Readwise-Plugin, das macht das automatisch. Wenn ich im Browser bin, mit ich lese irgendwas und das Readwise-Plugin, das schiebt das automatisch zu Loxik rein. Ja, es ist schon richtig, dass das so vielleicht ein Schritt mehr ist, wenn ich das händisch aus der Clippings-Datei rüberkopiere. Aber meiner Meinung nach sind diese ganzen Plugins, die euch die Sachen direkt in euer zweites Gehirn reinkopieren, das ist zu wenig Reibung. Da sammelt ihr zu viel Müll an, zu viel Datenmüll, wo ihr dann nicht mehr hinterherkommt, den sauber zu verarbeiten. Denn nur in die Datenbank reinkopiert, bringt mir das Ganze gar nichts. Das ist auch wieder was, was viele Leute unterschätzen. Mir ist es daher ganz wichtig, dass jeder Schnipsel, den ich in meine Datenbank reinhole, auch nochmal von mir kontrolliert wird, eben auf Schlagwörter, auf Links, auf Quellenangaben, dass ich weiß, wo kommt es her und was mache ich dann auch später damit. Ich will nicht, dass die Datenbank zu einer Anhäufung von Informationen wird. Dazu habe ich das Internet. Damit die Informationen bei mir in der Datenbank Mehrwert erhalten, müssen die entsprechend auch sauber aufbereitet sein, durch Links, durch Tags. Und da bringt es mir nichts, wenn ich massenhaft meine Datenbank zuspamme durch automatische Inputs. Wenn sowas zu wenig Reibung hat, dann tendiert man dazu, zu viel zu importieren und kommt dann nicht mehr hinterher mit der Aufbereitung. Also das ist ein Phänomen, das habe ich schon bei vielen anderen auch festgestellt, wenn ich mir so die Datenbanken anschaue. Da fliegt man dann nur so über die Webartikel und ah ja, hier markieren, Readwise, zack, bumm, und hat dann am Ende des Tages 20, 30 verschiedene Webartikel importiert und kommt nicht hinterher, die zu bearbeiten. Also die Gefahr besteht. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Das war bloß meine Einschätzung zu der ganzen Thematik. Mir ist es hier so auf diese Art und Weise nicht zu viel Mehraufwand. Im Gegenteil, ich finde eben so, behält man einen besseren Überblick und kann dann auch wirklich nochmal entscheiden, brauche ich das wirklich, brauche ich es nicht. Wie tagge ich es, wie verlinke ich es? Ich stehe in keinerlei Werbebeziehung mit Push-to-Kindle oder DeepL. Das sind einfach bloß Empfehlungen von mir. Tools, die ich gerne nutze, die euch das Leben erleichtern können. Bei mir tun sie es auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nach dem Video habt ihr wie üblich die Möglichkeit, Kommentare dazulassen, Fragen zu stellen, einen Daumen hoch für das Video, ein Abo, etwas in die Kaffeekasse oder euch einfach auf das nächste Video freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.